Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin Medium. Ich biete auch Beratungen an. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Diesmal geht es um ein Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Die berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Berechnung ist präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber es ist andere Berechnung, andere Ergebnis, also nicht wundern, dass Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten anderes platzieren als im westlichen Horoskop. Wie ich schon sagte, diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Imaira ist die mediale Name. Liebe Imaira, ich grüße dich. Das ist dein Video. Und ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen, aber ich tue mich etwas leichter. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Die Tierkreiszeichen Krebs war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier im Erdenleben. Ist ein Kind davon. Und diese Energie beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, das ist auch dein Auftreten und so bist du von anderen wahrgenommen. Das ist der erste Eindruck. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zum Lebensende. Über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht der Mond. Also du hast einen persönlichen Bezug zur Mondenergie. Das Leben bleibt aber nicht stehen, sondern wir machen Schritte. Und diese Bewegung ergibt auch die Lebensabschnitte, bestimmten Perioden. Und wir erleben alle 7 Jahre eine neue Periode. Und das sind die Lebensumstände. Und diese Umgebung, auf diesem Boden bewegen wir uns dann 7 Jahre lang und dann kommt die nächste Periode. Du befindest dich gerade in einem Grenzbereich, das heißt, die eine Periode geht gerade zu Ende und das ist die Tierkreiszeichen Stier. In den vergangenen Jahren war für das wichtig, Sicherheit, Stabilität, auch die Finanzen, etwas in Besitz zu nehmen, die Ruhe, das Leben zu genießen, ein bisschen auch die Bequemlichkeit. Diese Periode geht jetzt zum Ende und beginnt die neue Periode und das ist die Tierkreiszeichen Zwillinge und das erlebst du in den kommenden Jahren. Und das bedeutet mehr Leichtigkeit, mehr Kommunikation, mehr in Bewegung, also das tut sich einiges in dein Leben. Vielen Sachen nimmst du dann spielerisch und befreist du von etwas, was dich betrügt und kommst mehr zum Leichtigkeit. Endlich kannst du aufatmen, wobei die Tierkreiszeichen Stier ist auch sehr angenehm. Was bei den Zwillingen wichtig ist, die Kommunikation, die Kontakte, die Gespräche, die Neugier, auch neues Wissen und viele Reisen, eher kleinere Reisen, also einiges in Bewegung. Aber zurück zu deinem Aszendent.
Die Aszendent befindet sich, wie ich schon sagte, in Tierkreiszeichen Krebs. Das vermittelst du auch nach außen. Und das bedeutet, du bist sehr gefühlsvoll, auch hilfsbereit. Und das bedeutet aber auch, wenn das verletzt ist und du fühlst dich ausgenützt, dann ziehst du dich auch zurück. Also das darf nicht einseitig sein, sonst neigst du zum Rückzug und auch kommen dann auch verletzten Gefühlen. Diese Mondenergie, was hier wirkt, natürlich kann bedeuten auch, dass du einen intensiveren Bezug zum Mondeinfluss hast. Und das sind deine Träume, auch deine Sehnsüchte, auch dieser Gefühlszustand, auch diese Begabung, dieses Feingefühl zum Wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist der richtige Zeitpunkt aktiv zu sein und wann ist besser etwas zurückziehen, zur Ruhe kommen. Und so wie die Mond ändert sich die Mondphase, mal Vollmond, mal Neumond, mal abnehmen, mal zunehmen. Das ist dieser Wechsel, was du immer wieder in deinen Emotionen erlebst. Du hast sehr viel Mütterlichkeit und hast eine tiefe Sehnsucht, die Suche nach einem Nest, ein Zuhause, wo du dich wohlfühlst. Aber dieses Nest, dieses Zuhause ist nicht nur deine wohnliche Situation, sondern im seelischen Ebenen brauchen wir auch einen Ort, wo wir zurückziehen können, weil unsere Seele wohnt in unserem Inneren und das sollen wir auch schön gestalten. Und besonders, wenn wir meditieren, dann brauchen wir diesen Rückzug, weil daran liegt die Ruhe, daran liegt auch die Kraft und das ist die innere Kraft. Und das brauchst du auch, weil in dein Aszendent befindet sich Pluto. Also Pluto beeinflusst deine Persönlichkeit. Das gehört auch zu deinem persönlichen Planet. Pluto zum Verstehen ist nicht einfach, weil Pluto herrscht über den Tod. Und wenn ich über Tod spreche, dann bekommt man erstmal Angst. Aber das ist ein Wunder, was in diesem Energie geschieht, weil Pluto ist nicht für den Tod zuständig, sondern Pluto, diese Energie, lässt das Leben erhalten. Das ist diese regenerierende Kraft, auch diese schöpferische Kraft und es kommt von Inneren. Pluto hat auch einen Bezug zum Sexualität. Natürlich, Sexualität ist notwendig, das Leben erhalten zum Bleiben. Aber es ist nicht nur diese Energie, was Pluto betrifft, sondern die innere Kraft, diese Macht zu haben, die Erneuerungsprozesse hervorrufen. Du bist mit dieser Energie wie ein Aufstehmensch und du kannst einiges loslassen und neu beginnen. Die Kraft ist in dir, in deinem Inneren. Und das bedeutet, Pluto sortiert alles aus, was Kraft kostet, was Kraft raubt. So kann diese Energie Pluto im Kern in diesem konzentriert bleiben, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und das ist diese Energie, was im Leben erhalten bleibt. Das ist diese regenerierende Kraft und du erlebst es selbst. Das bedeutet in dein Leben, sortiere das aus. Das Befestigen, was dir Kraft gibt, Eigenschaften, Gewohnheiten oder Kontakte, all das gehört zu dir, weil das stärkt dich. Und alles andere, was für dich Energie kostet und Kraft kostet, sollst du verabschieden, weil sonst verlierst du die innere Ruhe, verlierst du die innere Gleichgewicht. Die Pluto-Prinzip ist alles oder nichts. Bei Pluto gibt es nicht vielleicht, mal sehen. Pluto muss
klare Entscheidungen treffen, ja oder nein. Es gibt hier kein Vielleicht. Und das ist, gehört auch zu deiner Persönlichkeit, diese Veranlagung. Aber nicht nur das, sondern wie ich schon sagte, im Kraft bleiben, dann spürst dein inneren Macht, dein inneren Kraft. Und mit diesem Kraft kannst du einiges bewältigen in dein Leben, weil das ist die Reichtum und das ist die Macht, die Pluto-Energie. Und hier in dein Aszenden gehört zu deiner Persönlichkeit. Wenn ich die Elemente betrachte, das ist bei dir sehr ausgewogen und da hast du mit diesen Elementen die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Wir haben vier Elemente, Feuer, Luft, Erde, Wasser und wir brauchen alle vier Elemente, weil alle vier Elemente sind lebensnotwendig. Wir brauchen die Erde-Element, die Realität, wir leben auch auf die Erde. Wir brauchen einen festen Boden unter unseren Füßen. Wir brauchen auch die Materie, auch das Geld und die Sicherheit, Stabilität. Dann brauchen wir die Feuer-Element, die Sonne und auch die Wärme. Dann brauchen wir die Luft-Element zum Atmen. Und wir brauchen auch die Wasserelement auch, nicht nur zum Trinken, sondern wenn wir überlegen, unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Und wir brauchen alle. Und es gibt Menschen, wo das nicht ausgewogen ist. Und dann braucht man ein Gleichgewicht und darauf achten, damit bewusst umgehen. Aber bei dir ist es wunderbar, sehr schön, wunderbar. Bei dir ist sehr schön ausgeglichen alle vier Elemente. Das heißt, du kannst mit allen vier Elementen arbeiten. Die Feuerelement ist die Begeisterung, die Kraft und die Mut, etwas in Bewegung setzen, dich durchsetzen im Leben. Das ist auch die schöpferische Kraft. Die Wasserelement sind die Gefühle, die Emotionen, die Intuition, die Inspiration, die Mitgefühl. Die Erde-Element ist die Sicherheit, Stabilität, die Materie und die Luft-Element sind die Ideen, die Geist, die Gedanken, auch die Kommunikation oder das Loslassen und dafür sorgen, dass wir im Atem bleiben, also richtig aufatmen. Und dann gibt es auch die Leichtigkeit und das hast du wunderbar verteilt im Horoskop. Weil Krebs, dein Aszendent, zu deiner Persönlichkeit gehört und hier auch die Pluto-Einfluss dazu, achte darauf, dass du diesen inneren Tempel aufbaust. Weil da ist deine innere Kraft und das bestärkt Pluto, weil Pluto ist diese Macht, diese innere Kraft. Und wenn du das verspürst in dein Inneren, dann hast du die Macht über dir selbst, dann hast du die Macht über dein Leben. Und dann kannst du mit deinen Gefühlen besser umgehen. Und dann kannst du entscheiden, ja oder nein. Gibt es kein Vielleicht, auch kein Zweifel und gibt auch keine Angst. Und du kannst auch deiner Intuition vertrauen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, der richtige Zeitpunkt im richtigen Ort zu sein. Die Krebs bedeutet auch Geburt. Dann weißt du, wann kann etwas Neues entstehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und dann kannst du in Ruhe bleiben, weil du verstehst auch die Zusammenhänge. Alles braucht Zeit. Es ist eine Reife und diese Geduld kannst du natürlich auch vermitteln und in dieser Zeit alles ruhen lassen und hast du dieses Feingefühl, wann passiert etwas. Wann kommt etwas entgegen? In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und diese Mondhäuser sind nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle immer dazu die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich eine hübsche junge Dame namens Rohini. Und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut,
Ich hab das gut überlegt. Du darfst meine Tochter heiraten, aber sie hat noch Geschwister. Du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Geschwister und jeden Abend besuchte Mond eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften, vermittelt die Sternenhimmel. Natürlich kommt die Einfluss von Sternen. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes. Und die Horoskop wird da auch unterordnen. Das kennt unsere westliche Astrologie gar nicht. Dein Geburtsmoment befindet sich in einem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Übersetzt heißt es von Sanskrit umarmen, umklammern, etwas festhalten. Natürlich ist es wunderbar, wenn wir etwas festhalten, was für uns wichtig ist, uns glücklich macht, uns stärkt, dann würde ich sagen, dann gehört es zu unserem Leben. Aber was überflüssig ist, das sollte man loslassen. Und es ist nicht nur die Mondhaus, was hier ein Hinweis ist, das Loslassen und nicht festhalten wollen, sondern auch die Pluto-Energie zeigt das auch. Alles muss absterben, was Energie raubt. Alles muss absterben, was Kraft raubt. Das ist Pluto. Und kommt dieser Mondhaus noch dazu, dasselbe Aussage. Und dieses Mondhaus wird symbolisiert von einer Schlange, beziehungsweise es gibt zwei Schlangen. Und das ist auch die Kundalini-Energie. Die eine zieht alles nach unten. Und das ist die Angst, die Zweifel, die Schuldgefühl. Dann kommt noch anderen Gefühlen auch dazu, wie Unzufriedenheit oder Neid oder Eifersucht oder sogar Hass. Ich gehe davon aus, du kennst diese Gefühle nicht, aber ich möchte damit nur ausdrücken, all diese Eigenschaften, diese Gefühle macht uns unbeweglich, die Energie zieht alles nach unten und fühlt man sich frustriert. Das blockiert auch, dadurch entstehen die Blockaden. Aber Angst, das kennen wir alle und das ist keine gute Ratgeber, sondern wir sollen lernen, angstfrei leben. Und das ist wichtig, davon zu trennen, dann fühlst du dich wirklich befreit. Und dieser Mondhaus zeigt das auch. Diese Energie zieht dich nach unten und raubt Kraft. Dann fühlst du dich müde und kraftlos und geht nichts voran. Hast auch keinen Erfolg oder Ausstrahlung. Und hier hast du eine Aufgabe, könnte ich sagen, eine Lernaufgabe, diesen Gefühlszustand transformieren, verändern, dass es alles in andere Richtung geht. Also diesen Gefühlen loslassen und dann steigt die Energie wieder nach oben. Das ist nichts anderes als die Kundalini-Energie. Dann merkst du, wie das alles viel leichter vorangeht und hast du mehr Bewegung, mehr Kraft, mehr Lebensenergie. Dieses Mondhaus vermittelt noch etwas: Vereinigung und Trennung, Vereinigung und Trennung. Alles befestigen, also vereinigen, was für dich wichtig ist. Und von allem trennen, was unnötig ist oder deine Zeit, deine Energie auch raubt sogar. Und auch Gefühlen wie Angst. Dieses Mondhaus vermittelt dir eine Ausstrahlung, diese Schlangenenergie, das ist so lautlos und geheimnisvoll. Das ist nichts Negatives, das ist nichts Negatives. Schlange symbolisiert nur die Wandlung, die Veränderung. Und es ist schon etwas Geheimnisvolles, auch spirituell. Und diese geheimnisvolle Ausstrahlung oder Auftreten hast du auf jeden Fall.
Du hast Einfluss auf diesen Aszendent, was dein Geburtsmoment symbolisiert. Auch wenn du diesen Augenblick verlässt, weil dein Leben bewegt sich voran, und trotzdem hat ein Einfluss auf deine Persönlichkeit, dein Leben. Einmal hast du eine wunderbare Energie von Neptun, und diese Neptun-Energie vermittelt die Träume, die Sehnsüchte, die Fantasie, auch die künstlerische Begabung. Aber bei Neptun ist alles so undurchschaubar, wirklich geheimnisvoll. Und diese geheimnisvolle, entweder das Interesse daran, die geheimnisvolle Wissenschaft zu kennenlernen, die Geheimnisse des Lebens, oder hast du irgendetwas Geheimnisvolles an dir, aber auch diese verträumte und auch diese künstlerische Begabung, weil zu Neptun-Energie gehört auch die Intuition, die Träume, aber auch die Inspiration. Venus bestrahlt etwas unvorteilhaft dein Aszendent, was natürlich dein Auftreten, deine Ausstrahlung beeinflusst. Aber hier gibt auch eine Lösung. Das kann bedeuten, dass du mit deiner Weiblichkeit gar nicht bewusst bist. Oder du traust es nicht nach außen zum Zeigen. Oder durch die Erziehung bist du sehr, sehr konservativ. Aber hier bei dieser Spannung gibt auch eine Lösung. Und die Lösung befindet sich im Grenzbereich zwischen Stier und zwischen Zwillinge. Die Stier ist sehr vertraut mit Venus-Energie, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Stier. Damit bewusst zu sein und das Leben zu genießen, zu dieser Weiblichkeit stehen. Venus verkörpert nicht nur die Weiblichkeit und die Liebe, sondern Venus verkörpert auch Harmonie und Frieden, einen guten Geschmack, auch Schönheit und Kreativität. Also das darfst du ruhig auch zeigen nach außen. Nimm das in Besitz. Das ist die Stierenergie. Und ein bisschen zwillinghaft dazu, das Spielerische, diese Leichtigkeit, auch mal über Liebe auch mal sprechen, Spaß haben. Diese beiden Tierkreiszeichen unterstützen dich dabei, mehr das in Ausdruck zu bringen, dann hast du diese inneren Spannung nicht mehr. Dein Sonne symbolisiert dein Selbst, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Natürlich, diese Tierkreiszeichen Widder gibt dir die Kraft, gibt dir die Mut. Und mit diesem Kraft und Mut kannst du einiges bewältigen in dein Leben. Besonders das, was dich begeistert, das nimmst du sofort in Angriff. Natürlich, die Krebsenergie bremst das alles. Die Widder ist stürmisch. Stürmisch geht voran und aktiv. Bei Widder ist es sehr typisch, wenn die Begeisterung da ist und ist dieser Impuls da. Die Widder handelt sofort. Die Widder hat gar keine Zeit, etwas zu überlegen. Im Gegensatz zum Krebs. Die Krebs muss das erstmal verinnerlichen, auch mal fühlen, auch Zeit lassen, geduldig zu sein. Und da hast du beides in dir. Als Wiedergeboren, aber mit Aszendent Krebs. Und es ist nicht immer einfach in dein Leben richtig zum Handeln. Aber wenn du intuitiv handelst, dann weißt du ganz genau, wann ist es angebracht, schnell zu sein, sofort handeln, auch spontan zu sein. Und wann ist es angebracht, eher zurückziehen, all das noch nachzudenken. Und so kommst du dann im Gleichgewicht. Diese Sonne in Tierkreiszeichen Widder befindet sich in einem Lebensbereich im Horoskop, im Bereich Ausland, aber auch Berufung, Ansehen und Respekt, genau im Grenzbereich. Da lenkt sich die Sonnenenergie.
Und das beeinflusst schon deinen Lebensweg, beeinflusst schon dein Schicksal. Das kann natürlich ein Hinweis sein, dass du oft im Ausland bist oder du liebst Reisen oder dein Schicksalsweg beeinflusst Ausland, Kontakte von Ausland. Und natürlich ist es für dich sehr, sehr wichtig, dass du wahrgenommen bist, dass du Anerkennung bekommst, dass du Respekt bekommst. Bei Widerenergie ist es auch natürlich möglich, dass man ungeduldig ist, Gegensatz zu diesem Krebsenergie. Aber das ist wichtig, diesen Ausgleich zu finden. Was bei Widerenergie vorteilhaft ist, und das ist nicht nur die Sonne im Widder, sondern bei dir befindet sich auch Venus im Widder. Und das symbolisiert deine Weiblichkeit. Beide, auch Sonne, auch Venus, ist in Tierkreiszeichen Widder. Also du lebst diese Widder-Energie auch in die Liebe, Partnerschaft. Und da ist wichtig, auch mal untersuchen, was vermittelt noch diese Tierkreiszeichen wieder. Das habe ich erwähnt, die Mut, auch die Kraft, auch die Begeisterung, das ist Feuerelement. Und die wieder dominiert hier, vertritt die Feuerelement, gehört zum kardinalen Tierkreiszeichen. Aber bedeutet noch etwas und davon erzählt die mythologische Geschichte. Die goldenen Fell der Widder, diese Geschichte gehört zum Tierkreiszeichen Widder und diese mythologischen Geschichten haben eine symbolische Bedeutung. Und das ist die Ausstrahlung, diese goldenen Farbe symbolisiert die Ausstrahlung. Und gerade so in deinem Horoskop Sonne im Widder, natürlich bei Sonnenenergie geht es auch um die Ausstrahlung. Und das kannst du so vorstellen. Wir Menschen haben ein Energiefeld. Dieses Energiefeld umhüllt uns. Man nennt dieses Energiefeld auch als Aura. Es ist zwar unsichtbar, aber dieses Energiefeld kann man auch messen. Also das existiert wirklich, dieses Energiefeld. Und es kommt oder entsteht von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und aus Fühlen. Es gibt Menschen, die ständig über Probleme nachdenken. Sie reden auch ständig über Probleme und haben Angst. Die haben ganz andere Energiefeld, ganz andere Ausstrahlung. Ich könnte sogar sagen, sie haben gar keine Ausstrahlung. Sie werden auch nicht wahrgenommen. Und dieses Energiefeld ist aus dem Grund wichtig zu berücksichtigen, weil das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, ein kosmisches Gesetz oder könnte ich sagen, eine von den hermetischen Gesetzen. Ein sehr wichtiges Gesetz. Gleiche zieht Gleiche an. Das heißt, die Menschen, die Probleme haben und Angst haben, sie ziehen noch mehr Probleme an und haben noch mehr Angst. Und es gibt Menschen, die sind von Leben begeistert, sie fühlen sich frei, sie haben weniger Angst oder gar keine Angst. Die dehnen sich aus, die haben ganz andere Ausstrahlung. Und besonders bei Neuanfang ist wichtig, die Zeitpunkt, die Zeitqualität und auch für diese Ausstrahlung zu achten. Weil die Neuanfang beeinflusst den Verlauf der Dinge. Wie Hermann Hesse sagte auch, in jedem Neuanfang wohnt ein Zauber innen. Und da ist so viel Wahrheit dran, bei jedem Neubeginn. Und das symbolisiert die wieder, dieser Neubeginn. Ist ganz wichtig, mit welchen Energie wir starten.
Und das ist dieser goldenen Fell der Widder. Und dieser goldenen Fell der Widder gehört zu dir, weil du bist in dir Kreiszeichen wiedergeboren. Du hast diese Stärke. Achte immer bei jedem Neuanfang, dass du das mit Begeisterung machst. Mit dieser Ausdehnung, Ausstrahlung, ohne Angst. Das ist ein ganz anderer Start. Und das beeinflusst die Geschehen. Hast mehr Erfolg, mehr Anerkennung, ziehst du mehr Glück an. Das heißt, du kannst selbst beeinflussen dein Leben. Sonne und Venus, beide befinden sich in Tierkreiszeichen Widder. Sie stehen in einer Konjunktion. Das bedeutet, sie stehen auch im gleichen Gradzahl in Tierkreiszeichen Widder und das hat auch eine Bedeutung. Du kannst es gar nicht trennen, weil sie wirken zusammen, sie wirken gemeinsam. Du kannst die Sonne nicht von Venus trennen und Venus kannst nicht von Sonne trennen. Und das hat auch mit Vaterthemen auch etwas zu tun, weil Sonne symbolisiert der Vater. Und das beeinflusst dein Liebesleben. Entweder hast du Kindheitserinnerungen oder suchst in die Liebepartnerschaft einen älteren Person oder eine Vaterfigur. Aber Sonne bedeutet noch etwas. Die Augen, das Sehen und die Klarheit. Und das brauchst du auch in die Liebepartnerschaft. Sonne und Venus befinden sich in einem Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Barni. Und das bedeutet die Pforte des Lebens. Hier beginnt etwas. Hier wird etwas geboren. Das ist wie eine Gebärmutter. Natürlich kommt der Einfluss von Sternen und das ist die Schöpfungsgeschichte. Die Mutter Erde hat einen Bezug oder herrscht über dieses Mondhaus. Also deswegen ist diese Bezeichnung Gebärmutter, weil hier herrscht Mutter Erde. Und diese Pforte des Lebens, diese Gebärmutter, das ist das Innere, unserem inneren Tempel. Das sollst du stärken, dein inneren Tempel, wo deine Seele wohnt. Und dann wird etwas Neues entstehen, etwas Neues geboren. Und das, was du erlebst in die Liebepartnerschaft, nicht nur in die Liebepartnerschaft, weil Venus ist nicht nur für die Liebe zuständig, sondern Venus ist die Kreativität, die Schönheit und diese kreative, inspirierende Kraft. Also das beeinflusst natürlich auch deine Kreativität, beeinflusst auch die Kunst. Und das kannst du zum Erfolg bringen, wenn du das innerlich schön gestaltest. Wenn du da die Klarheit bekommst in deinen inneren Tempel und hast du die Geduld, dass das alles Zeit braucht, dann entsteht etwas. Und dann verspürst du diese schöpferische Kraft in dir. Und bei Venus wirkt das in dein Liebesleben, aber auch in deine Kreativität, auch deine Schönheit, auch deine Weiblichkeit. Dann kommt das alles ins Ausdruck. Mond. Mond beeinflusst die Gefühle. Du hast eine sehr starke Mondenergie, weil dein Aszendent ist Krebs und über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht der Mond. Aber dein Geburtsmond befindet sich nicht im Krebs, sondern dein Geburtsmond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Gerade das ist die Energie, was du in den nächsten Jahren erlebst, weil bei dir beginnt jetzt diese Lebensphase, diese 7-Jahren-Periode und dann kommst näher zu diesem Zwillingsenergie, kommst auch näher zu deinem Mond, zu deinen Gefühlen.
Mond symbolisiert aber auch die Mutter, also kommen auch viel Mutterthemen auch hoch. Dieser Zwilling-Mond befindet sich in einem Lebensbereich im Horoskop und das sind die Freundschaften, Bekanntschaften oder Verbindungen zu Menschen, die gleichgesinnt sind. Das kann im Internet sein oder eine Gruppe von Menschen oder ein Verein und da aktiv zu sein, da Freundschaften, Bekanntschaften zu pflegen und das, was in die nächste Zeit beginnt bei dir. Aber dieser Lebensbereich ist nicht nur die Freundschaften und Bekanntschaften, sondern bedeutet auch als Hoffnung. Also all deine Hoffnungen kommen in Bewegung, das wird wahr, wenn du die Energie da lenkst, deine Aufmerksamkeit, deine Energie in diese Richtung lenkst und das mit Leichtigkeit, weil die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören zum Luftelement und dieses Luftelement vermittelt diese Leichtigkeit, diese spielerische Art und Weise. Zwillinge bedeutet auch jugendliche Ausstrahlung. Du hast mehr jugendliche Ausstrahlung in die nächste Zeit oder kommst zu Kontakt zum jungen Menschen. Natürlich auch mehr Neugier und Wissensdurst, natürlich kommt das auch dazu. Weil Mond bei dir in Verbindung steht zum Uranus, kann manchmal eine gewisse innere Spannung und Nervosität bedeuten. Mit Mondenergie nimmst dein Umwelt mit Gefühlen wahr, mit Krebs-Aszenden sowieso. Also du nimmst dein Umwelt mit Gefühlen wahr. Das beeinflusst dein Inneren, dein Gefühlszustand. Und hier steht Mond in Verbindung zum Uranus. Und Uranus, astromedizinisch, gehört zum Nervensystem. Uranus herrscht über die Nervensystem. Also das bedeutet, wenn da Veränderungen kommen, und bei Uranus kommt oft Veränderungen, entweder durch was Unerwartetes oder bei Veränderungen verspürst vielleicht sogar vorher diese inneren Unruhe und inneren Nervosität. Nicht nur jetzt in die nächste Zeit, wo du dich im Tierkreiszeichen Zwillinge bewegst in dieser Phase, sondern so ist in dein Geburtshoroskop, also das war in Vergangenheit auch so, so gerade bei Veränderungen, was Unerwartetes, hast du diese Vorahnung und du spürst vorher schon die Nervosität. Es ist wichtig, dann im Inneren Ruhe bleiben und auch keine Angst vor Veränderungen. Mond und Uranus wirken zusammen, beide befinden sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und dieser Mondhaus, wo dich beiden befinden, Mond und Uranus, dieser Mondhaus heißt Mruga. Und dieser Mondhaus Mruga wird bestrahlt von Sternbild Orion. Orion ist ein ganz großes Sternbild im Himmel. Orion nennt man als himmlischen Jäger. Und das bedeutet in diesem Mondhaus auch etwas, nach etwas jagen oder auf dem Suche zu gehen, die Ziele erreichen. Danach jagen nach diesen Zielen. Und dieser Orion, dieser Jäger, dieser himmlischen Jäger, hat auch zwei Hunde. Ein kleiner Hund und ein großer Hund. Und dem großen Hund von Orion befindet sich Sirius, ein heller, leuchtender Stern im Himmel. Und dieser Sirius zeigt in eine Richtung, und das ist der Nordpol, im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Und dieser Nordpol dient zum Orientierung. Was bedeutet für dich konkret dieser Einfluss bei diesem Mondhaus, was deinen Gefühlen und auch Uranus beeinflusst, die Veränderungen in dein Leben, dass du Orientierung brauchst und das als Ziel setzen. Und dann kannst du das erreichen, wie ein Jäger dann jagst danach. Und es ist wichtig, nicht
zerstreut sein und zu viele Sachen auf einmal machen, sondern konzentriert bleiben auf diesem einen bestimmten Ziel, das zu verfolgen, geduldig, und dann erreichst du auch deinen Zielen. Und deswegen ist dir das wichtig, weil dann kommst du zum inneren Ruhe, dann gibt diese Nervosität, diese innere Spannung in dein Nervensystem nicht mehr. Die Inder sehen in diesem Mondhaus gar nicht Orion, sondern in diesem Sternbild sehen sie ein Hirsch. Und sie beschreiben diesen Hirsch, diesem Sternbild, was hier bei uns im westlichen Astrologie oder so wie die griechische Mythologie beschreibt, bei uns ist dieses Sternbild Orion, dieser Jäger, bei Inder ist dieses Sternbild ein Hirsch. Und vermittelt, kraftvoll zu sein, mutig zu sein, aber etwas vorsichtig. Und manchmal ist unberechenbar. Mars ist ein männlichen Energie. Ich könnte sagen, der Mann. Mars war die Geliebte von Venus. Mars und Venus, das ist die Liebespaar. In klassischen griechischen Mythologie ist es Aphrodite und Ares, und Amor ist ein Sohn von den beiden. Diese Mars-Energie, natürlich ist das eine männliche Energieform, aber das haben wir Frauen auch. Und wir brauchen sogar diese Mars-Energie. Astromedizinisch herrscht Mars über die Muskulatur. Und Muskulatur brauchen wir Frauen auch. Mars vermittelt die Kraft und die Mut, etwas in Bewegung setzen. Mit Mars-Energie setzen wir uns durch in unserem Leben. Und das ist diese Bewegung. Mars befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Widder. Mars fühlt sich sehr wohl in Tierkreiszeichen Widder, weil das ist sein eigenes Zuhause. Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Widder. Bei dir kommt diese Mars-Energie wunderbar im Ausdruck. Das heißt, du hast die Kraft, hast den Mut, kannst vieles in Bewegung setzen, du kannst dich auch durchsetzen. Diese Mars-Energie bedeutet auch der Mann. Das heißt aber nicht, dass der Mann in Tierkreiszeichen Widder geboren muss. Kann sein, aber muss nicht. Sondern diese Widder-Eigenschaften soll auf jeden Fall haben, mutig zu sein, immer etwas in Bewegung setzen, Kraft zu zeigen, sich durchsetzen im Leben. Im Horoskop befindet sich diese Mars-Energie in einem Lebensbereich, die große Reisen und Ausland. Das kann bedeuten, dass du dich verwirklichen kannst im Ausland oder hast du Kontakte im Ausland. Kann auch bedeuten, dass du die Liebe im Ausland kennenlernst auf eine Reise. Oder dass dieser Mann aus Ausland kommt. Also du hast auf jeden Fall einen Bezug zum Ausland und Reisen. Aber diese große Reise heißt manchmal auch inneren Reise. Das für dich genauso wichtig ist, diese inneren Reise zu haben. Und dann spürst du die Kraft in dir. Immerhin ist Mars auch die Kraft. Diese Mars-Energie wird von Jupiter etwas ungünstig bestrahlt. Und das ist eine gewisse Spannung zwischen beiden Planeten und das bedeutet Ungerechtigkeit. Entweder hast du Wut, wenn etwas Ungerechtes passiert und du möchtest deine Kraft, deine Energie für die Gerechtigkeit einsetzen. Oder dass du immer wieder Themen hast mit Männern, wo du Wut bekommst, weil das läuft für dich ungerecht. Dieses Mondhaus, wo Mars sich befindet,
In Tierkreis zeichnen Widder diese Mondhaus, heißt Ashwini, und vermitteln die Heilung. Also diesbezüglich brauchst du Heilung, damit du in Kraft bleiben kannst. Oder in die Liebe, Partnerschaft brauchst du diese Heilung, diese Herzheilung. Und die Geschichte dazu, was diese Mondhaus beeinflusst, das ist die Sternbild Andromeda. Ich erzähle sofort diese Geschichte von Sternbild Andromeda, weil dadurch kommt bei dir die Heilung. Aber zurück zum Gerechtigkeit, sollst du auch darauf achten, wenn etwas ungerecht läuft. Du kannst oft nichts tun. Und wenn du diese Wut verspürst in dir und bringt dich das aus die Ruhe, aus die Gleichgewicht, dann kann ich eins empfehlen, vertraue an die göttliche Gerechtigkeit. Weil ich habe selbst gelernt, in unserem Leben gibt es keine Gerechtigkeit. Und wir, auch wenn wir suchen nach Gerechtigkeit, wir finden das nicht. Es läuft vieles ungerecht. Das ist die Realität. Und in dieser Welt leben wir auch. Und wenn jemand das nicht sieht oder nicht sehen will, dann ist blind. Wir leben in einer ungerechten Welt. Aber das Gute daran ist, was mich selbst auch beruhigt, es gibt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Was wir aussenden, das ziehen wir auch an. Also wenn wir etwas in die Ursache setzen, das wirkt auch uns selbst. Und so kommt dann die göttliche Gerechtigkeit. Und so versuche das zu verinnerlichen, sei nicht wütend, sondern akzeptiere das so, wie das ist und vertraue auf dem Göttlichen. Aber zurück zu diesem Stammbild Andromeda, weil Andromeda beeinflusst diese Mars-Energie in Tierkreiszeichen wieder. Es gab einmal eine Königin, Name Cassiopeia. Diese Cassiopeia ist auch ein Stammbild im Himmel und das findest du ganz leicht, befindet sich in die Nähe von großem Wagen und kleinen Wagen wie ein W-Buchstabe. Wenn du diese Buchstabe siehst du im Himmel, dann weißt du, das ist die Stammbild Cassiopeia. Aber zurück zu diesem Geschichte. Es gab einmal eine Königin, Name Cassiopeia. Und diese Königin prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch, dieses Seeungeheuer, in diesem Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam an und dachte dieser Walfisch, ah ja gut, warum musste ich das machen, was Poseidon mir sagt? Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und die Nähe war Medusa, die furchterregenden mit ihren Schlangenhaaren. Und jeder hat erzählt, wenn jemand Medusa erblickt, dann bekommt Angst und wie Stein ist unbeweglich. Und diese gefesselte Königstochter hat auch Angst gehabt vor Medusa. Und dann kam Perseus mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel und Perseus tötete Medusa. Und in diesem Moment, wo Medusa starb, wurde von dem Mutterleib etwas befreit und es war nichts anderes als ein weißes Pferd, Pegasus, mit seinen Flügeln,
letztendlich wurde von Medusa befreit. Und den beiden, Andromeda und Perseus, die haben sich verliebt und sind sie mit diesem geflügelten Pferd Pegasus davon geflogen. Das war die Befreiung von Andromeda. Was fesselt hier? Das ist die Angst. Und wenn du versuchst, angstfrei leben, dann bist du erlöst, dann bist du befreit. Und das erlebst du auch in Liebesleben. Immerhin Andromeda und Perseus erzählt davon. Und dieser Mars, genau in dieser Position steht in dein Horoskop. Merkur, oder in griechischer Mythologie ist das Hermes, der Götterbote. Merkur ist der Planet für Handlungen und Gesprächen und Kontakten, auch Terminen und Verträgen. Merkur ist auch der Gott der Diebe. Aber wir sind hier nicht bei Diebstahl, sondern schlicht einfach um die Kommunikation geht es hier. Dein Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Natürlich ist das eine ruhige und schöne Sprache. Dafür sorgt die Stierenergie, dass du dann in Ruhe bleibst und dich schön ausdrücken kannst. Befindet sich im höchsten Punkt dein Horoskop und das bedeutet für dich Ansehen. Das ist das Krone des Horoskops. Ich vergleiche die Horoskopen immer mit einem Baum. Die tiefste Punkt des Horoskopes ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verankert. Hier fühlen wir uns sicher. Das sind die Traditionen, das sind die Ahnen, das ist die eigenen Zuhause. Und da können wir immer wieder zurückkehren. Da sind wir vertraut. Da haben wir auch die Kraft oder das gibt uns diese Kraft. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Und von hier aus wächst und dehnt alles, wie ein Baum. Und dieser Baum hat diese Krone, das Höchste, was man erreichen kann. Und bei dir befindet sich das im Stier und hier auch die Merkur-Energie. Genieße dein Leben und pflege Kontakte, Gespräche. Oder lerne etwas oder vermitteln etwas. Dein Wissen kannst du auch vermitteln. Und das gibt dir dieses Gefühl Stabilität und Sicherheit. Und was ist bei dir die Fundament, diese Basis? Das ist die Skorpion-Energie. Und über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Mars und herrscht auch Pluto. Mars herrscht über zwei Tierkreiszeichen. Einmal herrscht über die Tierkreiszeichen Widder, das ist die Tagesherrschaft. Und am Nacht herrscht Mars über die Tierkreiszeichen Skorpion. Und das bedeutet, auch wenn das Nacht ist, bei Schlaf und auch wenn das um deinen Gefühlen geht, mit deinen Inneren, in dein Unbewussten, finde auch deine Kraft. Finde die Ruhe, finde diese Stabilität, weil das ist die Fundament, das ist die Basis. Von hier aus wächst und dehnt alles und es ist deine innere Kraft. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, steht im höchsten Punkt des Horoskopes, was auch deine Berufung zeigt. Die Suche nach die wahre Berufung und es ist Wissen vermitteln. Oder kommunizieren, oder die schriftstellerische Begabung, ein Buch schreiben zum Beispiel. Und diese Merkur-Energie im Stier befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Kritika. Und hier beginnt die Schöpfungsgeschichte, das ist die Geburt des Mondes. Und diese Kritika ist die Göttin des Feuers. So wie Prometheus in die griechische Mythologie bringt die Feuer für die Menschen. Das ist die Begeisterung. Das ist das innere Feuer. Und da von diesem Energie, von dieser Begeisterung,
von diesem schöpferischen Kraft entsteht etwas. Da wird etwas geboren. Und das ist deine Berufung und das ist deine Sprachbegabung. Hast du mal überlegt, Bücher zu schreiben? Aber mit deinem Gespräch, mit deiner Kommunikation und mit dieser Überzeugungskraft und Begeisterung kannst du viele Menschen davon überzeugen und begeistern. Jupiter. In griechischer Mythologie ist das der Himmelsgott Zeus. Das ist die Weisheit, aber auch die Gerechtigkeit und damit meine ich die göttliche Gerechtigkeit. Jupiter bedeutet auch ausdehnen, etwas vergrößern, mit unserem Größen bewusst zu sein. Und Jupiter bedeutet auch Glück. Befindet sich in dein Horoskop im Tierkreiszeichen Steinbock und in ein Lebensbereich, was dein Alltag betrifft. Wie bewältigst du deinen Alltag? Daran liegt auch dein Glück, wenn du diese Kraft hast, deinen Alltag zu bewältigen und stehst zu deinen Größen. Dann hast du mehr Glück in dein Leben, mehr Chancen. Jupiter bietet auch Chancen an. Jupiter in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben Ziele, hohe Ideale. Und sie geben nicht auf, sondern die bleiben konzentriert an diesem Ziel und mit diesen 7-Schritten-Methoden, was in griechischen Mythologie Pan vermittelt und Pan gehört zum Tierkreiszeichen Steinbock, symbolisiert die 7-Schritten-Methode die Zielerreichung. Für dich bedeutet die Alltag somit bewältigen, Ziele setzen, hohe Ziele oder kleinere Ziele, aber wichtig ist, dass du konzentriert bleibst, Schritt für Schritt gehst in diesem Weg und zeigst diese Kraft, dass du das nicht aufgibst, sondern du bleibst in diesem Vision, du bleibst dabei. Und du erreichst dann deinen Zielen, weil die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen, das ist die Stärke, die Steinbock-Geborenen, sie erreichen ihren Ziel, egal wie lange das dauert, egal wie steinig dieser Weg ist. Sie haben die Geduld und auch die Ausdauer, das zum Erreichen. Natürlich ein Wiedergeborenen ist das schwierig, weil ich gehöre auch dazu, wir haben keine Geduld. Aber das kannst du üben im Alltag, dass du wirklich diese Ausdauer und Geduld hast. Und daran liegen die Chancen und die Möglichkeiten und auch das Glück. Wenn du dich unsicher fühlst und gibst deine Ziele auf, weil du ungeduldig bist und kannst nicht warten, bis du das erreichst und nimmst diese Chancen, Möglichkeiten in dein Leben nicht wahr oder fehlt die Lebensfreude, dann kommen die Krankheiten. Und das sind Krankheiten, was zum Jupiter zugeordnet wird, und das ist Leber und Galle, oder Krankheiten, was zum Steinbock zugeordnet sind, das ist Knochen oder die Zähne oder Hauterkrankungen. Wenn du diese Beschwerden hast, dann würde ich empfehlen, Ziele setzen, konzentriert bleiben, geduldig zu sein und Schritt für Schritt diese Ziele erreichen, auch wenn wir Wiedergeborenen ungeduldig sind. Aber hier ist wichtig, geduldig zu sein und das betrifft deinen Alltag. Und dabei hast du diese Lebensfreude, dass du das auch erreichst. Natürlich ist es dann auch Erfolg und freust du dich darüber, dann ist für dich wie ein Heilenergie oder bist auf diesen Krankheiten gar nicht betroffen. Jupiter ist die Planet, die Weisheit und die inneren Sonne. Sind wir wieder bei diesem inneren
Tempel, wo die Weisheit liegt. Und da findest du natürlich die Kraft und findest du auch die Ruhe und auch deine Heilenergie. Jupiter in Tierkreiszeichen Steinbock wird beeinflusst von dem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Uttara Shada. Und dieser Mondhaus bedeutet Verbindung zu unserem höheren Selbst und Verbindung zum höheren Wünschen. Bedeutet dieser Mondhaus Uttara Shada auch Dankbarkeit, Bescheidenheit, rücksichtsvoll, tolerant, manchmal unruhig, weil kommen Höhen und Tiefen und all das erlebst du in dein Alltag. Wenn wir schon hier in diesem höheren Selbst sind, erzähle ich nochmal eine Geschichte, weil das hat einen Einfluss auf deinen Mond, auf deinen Gefühlen und auch für diese Zeitqualität, was in die kommenden 7 Jahren auf dich zukommt. Auch diese Lernaufgabe, weil dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und du kommst in diesem Lebensphase gerade, Tierkreiszeichen Zwillinge, und die Zwillinge wirken in die kommenden 7 Jahren auf dein Leben. Und hier bei Tierkreiszeichen Zwillinge, so ähnlich wie hier bei diesem Mondhaus, um unserem höheren Selbst geht, genau das vermitteln auch die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und dazu gibt auch eine Geschichte wieder von der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin namens Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger von Zeus. Das Problem war, dass Leda verheiratet war. Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Sie gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von dem König, also war menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttliche Abstammung und dadurch wurde unsterblich. Die beiden Zwillinge, Castor und Pollux, waren unzertrennlich. Sie liebten sich auch. Und dann, wie es so weit war, dass Castor musste sterben, Pollux wollte nicht alleine bleiben und wollte auch sterben mit seinem Bruder. Könnte aber nicht, weil war unsterblich. Also ging Pollux zu seinem Vater, zum Zeus, und bat um die Sterblichkeit, weil wollte bei seinem Zwillingsbruder bleiben. Und das hat Zeus so berührt, sein Herz, dass er hat die beiden Zwillinge, Castor und Pollux, unsterblich gemacht. Und sie sind im Himmel in Tierkreiszeichen Zwillinge und symbolisieren für uns etwas Wichtiges. Wir sind ein Teil von dem Schöpfung, ein Teil von Gott. Und wenn wir damit bewusst sind, dass da Verbindung da ist, dann haben wir die Verbindung zu unserem höheren Bewusstsein. Das ist das göttliche Energie. Aber wir sollen auch nach unserem Inneren schauen, weil da ist auch die Quelle unserer Seele. Und diese inneren Quelle, unserer Intuition und unserer Inspiration, diese schöpferische Kraft, sollen wir verbinden mit dem Göttlichen. Und wir sind in die Mitte. Und das als Information über die Zwillinge, weil das wird dich treffen in den kommenden Jahren, die Zwillingsenergie. Jetzt sind wir bei Saturn angekommen. Saturn ist astromedizinisch zugeordnet zu unserem Knochen, zum Skelett und auch zugeordnet zu unserem Haut. Das Skelett gibt uns Halt.
Das Haut schützt uns von äußeren Einflüssen, grenzt uns auch ab und gibt unserem Körper eine Form. Und genau das ist die Essenz. Saturn gibt uns Form im Leben, gibt uns Halt, gibt uns Sicherheit und Schutz. Manchmal grenzt uns ab, weil wir haben Lernaufgaben. Und von Saturn bekommen wir die Lernaufgaben. Saturn gilt als der Planet der Schicksale, beeinflusst unserem Schicksal. Saturn gilt auch der Planet der Karma und der große Lehrmeister. Und Saturn ist in griechischer Mythologie nichts anderes als Kronos. Kronos, der Gott der Zeit, herrschte in die goldenen Zeitalter. Saturn befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Löwe. Und das steht immer noch zu deiner Persönlichkeit. Dein Aszendent ist Krebs, dann kommt Löwe, aber immer noch in diesem Bereich, was deine Persönlichkeit betrifft. Und Saturn als großer Lehrmeister vermittelt dir etwas. Leb deine Persönlichkeit. Bring das ins Licht. Bring das nach außen, so wie die Löwe. Sei selbstbewusst. Du brauchst ein selbstbewusstes Auftreten. Und du hast innerlich diesen Wunsch wahrgenommen zum Werden. Also bring das im Glanz. Du brauchst dieses glanzvolle Auftreten. Saturn befindet sich in deinem persönlichen Bereich, in Tierkreiszeichen Löwe, und die Mondhaus, wo Saturn auch eine Verbindung hat, diese Mondhaus heißt Makha und wird von Königsstern Regulus bestrahlt. Regulus gilt seit tausenden von Jahren der Stern der Könige und Herrscher und Herrscherhäuser. Regulus ist ein Stern in Tierkreiszeichen Löwe und es ist nichts anderes als der Herz der Löwe. Also für dich ist wichtig, das tun in dein Leben, das nach Ausdruck zu bringen, was in deinen Herzen ist. Du brauchst die Herzöffnung. Und die Sonne, was über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht, natürlich bestärkt es auch, weil die Sonne ist astromedizinisch zu unserem Herz zugeordnet. Und dann kommt noch Regulus dazu, das Herz der Löwen. Also nimm dein Herz bewusst wahr. Ich erkläre immer wieder, so wie ich das betrachte, die Herz ist ein Schatztruhe. Und es ist alles drin, was wir lieben. Die Liebe, Partnerschaft, die Familie, die Freundschaften, die Reisen oder die Berufung oder die Hobby oder Kunst, Kreativität oder Sport. Jeder Mensch liebt etwas anderes. Und das ist im Herzen geschrieben. Aber woher sollten wir wissen? Wir wissen nur, wenn wir das öffnen, diese Schatztruhe. Das heißt, bewusst wahrnehmen oder nachdenken, was mag ich überhaupt, was liebe ich im Leben. Und das, was uns begeistert, das führt dazu, Erfolg zu haben im Leben. Weil wir leben unserem Herzensangelegenheiten. Also ändert sich die Lebensqualität. Und wenn du das noch nach außen präsentierst, weil du zeigst es auch und hier in deiner Persönlichkeit, gehört auch zu deiner Persönlichkeit, dann strahle das aus, bist viel mehr wahrgenommen. Karma, karmischen Themen. Wir Menschen haben eine Seele und diese Seele ist unsterblich. Und nach dem Tod verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zurück zum Gott. Und wenn die Seele glücklich ist, befreit fühlt und hat schöne Erfahrungen gemacht auf dem Leben und hat die karmischen Last ausgeglichen, und damit meine ich die göttliche Gerechtigkeit,
Ursache und Wirkung, dann ist von Karma befreit. Wenn aber noch Lernaufgabe besteht oder noch karmischen Belastungen, weil man spielt entweder die Täterrolle oder die Opferrolle, dann sollen wir unseren Taten auch ausgeglichen werden. Und die Seele macht dann diese Reise. Das heißt, wenn noch Lernaufgabe besteht und die göttliche Gerechtigkeit das verlangt, dann kommt die Seele nochmal zurück auf die Erde. Und wenn das so ist, bedeutet, wir haben früheren Leben, wir haben sogar mehreren früheren Leben. Und das sind die alten karmischen Erinnerungen. Die Seele erinnert daran und ich bin sicher, die Kinder erinnern auch daran. Aber irgendwann ist es im Unbewussten. Unserem Bewusstsein beschäftigt sich damit nicht. Dann kommen die Einflüsse von Familie, Schule, Gesellschaft. Man kümmert nicht viel um die Seele. Und dein alte Karma, deine alte karmischen Erinnerungen hast du in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist dein Schönheitssinn, deine Kreativität, die Bedürfnis nach Harmonie und Liebe und dein Gerechtigkeitssinn. Und du warst im früheren Leben mit deiner Umgebung sehr vertraut und warst auch beliebt, hast du was Kreatives getan und es war einfach schön in deinem Leben. Aber du hast diesen Ort nicht verlassen im früheren Leben. Warum? Weil das war für dich vertraut. Die Umgebung, die Nachbarschaft, die Verwandten. Und du solltest aber lernen, herauswachsen, neue Erfahrungen machen, in die Weite, vielleicht sogar im Ausland. Das hast du in früheren Leben nicht zugetraut. Warst du auch nicht bewusst mit deinen eigenen Größen. Und jetzt die neue Karma, dieser neue Schicksalsweg führt dich in die Weite, führt dich auch nach Ausland. Und diesmal erlebst du Folgendes. Du fühlst dich enttäuscht in deiner vertrauten Umgebung. Vielleicht muss es so sein, damit du den Ort verlässt und dass du Veränderungen wahrnimmst in dein Leben. Dein Basis, dein Fundament gibt dir die alten karmischen Erfahrungen in Kunst und Kreativität und dieser Schönheitssinn. Auch zu Hause. Deine Kindheit liegt auch deine schöpferische Kraft. Hier befindest du in einer Wandlung. Und diese Wandlung bedeutet, die Kindheitserinnerungen kommen hoch. All das, was schön ist, wirst du das bewahren. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, kommt die Wandlung. Das lässt du los. Dann denkst du ein bisschen um oder denkst du nach, dann kümmerst um dein inneren Kind und das bedeutet nichts anderes, das mal zu dir selbst sagen, ich bin ganz stolz auf dich, das hast du richtig gut gemacht. Und welche Wandlung kommt noch? Du verspürst auf einmal deine schöpferische Kraft, dieses Potenzial in dir, diese künstlerische Begabung, auch diese Sprachbegabung. Was dein gesundheitlich betrifft, das ist die innere Unruhe, die Nervosität kann sein, dann die Knochen, Zähne, Haut, Leber, Galle. In die Liebepartnerschaft brauchst du Sicherheit und Stabilität und dieser Wunsch wahrgenommen zu werden. Und jetzt kommt die Reise, die große Reise. Es ist nicht nur die Ausland, sondern bedeutet auch die Fantasie. Das bildhaft ausmalen, das ist auch eine ganz, ganz große Reise, weil das ist grenzenlos. Unsere Fantasie ist wirklich grenzenlos. Wo bekommst du Anerkennung, wenn du dein Selbst im Ausdruck bringst, auch deine Weiblichkeit im Ausdruck bringst, auch deine Kreativität zeigst und dass du das zutraust und mutig bist und aktiv bist? Dann bekommst du Ansehen, dann bekommst du auch Anerkennung.
Deine Hoffnung liegt daran, schöne Kontakte zu pflegen, auch ein gemütliches, ruhiges Leben zum Leben, schön ein schönes Zuhause zu haben. Und hast du auch deine Geheimnisse, und das ist deine geheimnisvolle Ausstrahlung oder die Interesse an das Geheimnisvolle. Und da kannst du dich auch inspirieren lassen, weil du hast auch diese Quelle, die Intuition und Inspiration. Welche Zeitqualität bist du? Wie ich schon sagte, in den nächsten 7 Jahren wirst du einen Einfluss haben von Tierkreiszeichen Zwillinge. Und du wirst vieles lernen, auch von den Tierkreiszeichen Zwillinge, oder triffst vielleicht sogar Menschen, die in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren sind. Wo du mehr Klarheit bekommst, das ist dein Zuhause, deine Wohnsituation, auch bekommst du die innere Ruhe, diese Basis, dieses Fundament, das Wurzel des Baumes. Wo du Kraft zeigst, das ist deine Heilkraft, deine Lebenskraft, dein Alltag wirst du besser bewältigen. Und eine männliche Person hat auch gerade einen Einfluss auf dein Leben. Das kann natürlich in die Liebe, Partnerschaft einiges bewegen. Kontakte, Gespräche. Momentan ist noch alles im Rückzug. Es ist zu wenig, aber kommt eine baldige Bewegung. Wo du Glück hast, das sind die Kinder oder dein inneren Kind oder deine schöpferische Kraft zum Leben. Liebe, Partnerschaft hat einen Einfluss auf dein Leben, das trifft dich privat und du verschönerst in die nächste Zeit etwas in dein Zuhause. Deine Lernaufgabe zurzeit, dein Alltag kraftvoll gestalten, Kraft zu zeigen und um deine Gesundheit kümmern. Welche Veränderungen werden kommen, dass du mehr Ansehen und mehr Respekt bekommst? Wo hast du Enttäuschungen? Das ist das Rechtssystem und die Ämter. Liebe Imaira, das war diese Aufnahme, diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.